Buenos días, queridos alumnos de Cela Spanish School Online. Heute erklären wir die Konjugation und den Gebrauch der Zukunft. Futuro simple auf Spanisch. Dieses Video ist Teil vom Material von unseren Fernkursen. Ihr könnt euch auch das Video komplett auf Spanisch ansehen. Auf Spanisch haben wir zwei Zukunftsformen. Das Futuro Perifrástico und das Futuro Simple. Das Futuro Simple besteht aus einem Wort und das Futuro Perifrástico aus mehreren. Auf Deutsch hat die Zukunft zwei Wörter, werde, essen. Auf Spanisch haben wir voy a comer und comeré. Comeré ist Futuro Simple. Voy a comer Futuro Perifrástico. Das Futuro Simple ist sehr einfach zu konjugieren und zu gebrauchen. Das Futuro Perifrástico kennen wir schon und haben wir zusammen mit dem Verb ir gelernt. Das Verb ir konjugiert, die Präposition a und ein Verb im Infinitiv dienen, um Handlungen in der Zukunft auszudrücken. Zum Beispiel voy a hacer mis tareas de español. Vamos a comprar una bicicleta. Voy a preparar la cena. Im gesprochenen Spanisch ist diese Zukunftsform gewöhnlicher. In der schriftlichen Kommunikation oder für Handlungen, die weiter in der Zukunft liegen, verwenden wir den Futuro Simple. Jetzt schauen wir uns die Konjugation an. Zuerst, wie immer, die regelmäßigen Verben. Die Konjugation in dieser Zeit ist für alle drei Verbgruppen gleich. Verben auf ar, er und ir werden gleich konjugiert. Auf Spanisch hat fast jede Zeit unterschiedliche unregelmäßige Verben. Trabajar. Yo trabajaré. Tú trabajarás. Él, ella, usted trabajará. Nosotros trabajaremos. Vosotros trabajaréis. Ellos, ellas, ustedes trabajarán. Die Zukunftsformen haben eine Tilde, außer in der Person nosotros. Weil, wie wir schon wissen, die Wörter, die auf Vokal N oder S enden, die betonte Silbe auf der vorletzten Silbe haben. Die Ausnahmen wie hier, die Betonung ist auf der letzten, müssen mit einem Akzent gekennzeichnet werden. In unserem Video über die Aussprache der Wörter und die Akzente könnt ihr das noch einmal nachsehen. Denn das gilt für alle Zeiten und für alle Wörter. Comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Und vivir, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán. Für die Konjugation nehmen wir den ganzen Infinitiv
und setzen die entsprechende Endung dran, die für alle Verbgruppen gleich ist. In dieser Tabelle haben wir es nochmal dargestellt. Die Endungen sind e, as, a, hemos, eis, an. So, und jetzt, wie immer, kommt es zu den unregelmäßigen Verben. Hier haben wir nur gute Nachrichten. Im Futuro Simple gibt es wenig unregelmäßige Verben. Die unregelmäßigen Verben haben die gleiche Endung wie die regelmäßigen. Nur der Stamm ist unregelmäßig. In dieser Tabelle sind die wichtigsten. Wir haben tener. Es ist nicht tenere, sondern tendré. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Poner ist nicht poneré, sondern pondré, pondrás, etc. Poder, podré. Hacer, haré. Querer, querré. Venir, vendré. Salir, saldré. Caber, cabré. Saber, sabré. Decir, diré. Haber, habré. Das Verb haber im Futuro Simple werden wir später für die Bildung des Futuro Perfecto gebrauchen werden. Das lernen wir bald in einem anderen Video. Die Verben, die wir von diesen unregelmäßigen Verben ableiten können, sind auch unregelmäßig. Zum Beispiel poner ist pondré. Proponer, vorschlagen, propondré. Suponer, annehmen, supondré. Das geschieht auch mit anderen Verben, die von den unregelmäßigen Verben der Tabelle abgeleitet werden können. Jetzt erklären wir den Gebrauch dieser Zeit. Wir gebrauchen den Futuro Simple in der schriftlichen Sprache. In Artikeln oder Nachrichten findet man meistens den Futuro Simple. Um über Handlungen zu sprechen, die in der etwas fernen Zukunft geschehen werden. In Spanien wird der Futuro Simple etwas häufiger gebraucht als in Lateinamerika. Aber im Allgemeinen wird beim Sprechen lieber der Futuro Perifrástico verwendet. Voy a viajar statt viajaré. Wenn wir über einen festen Vorsatz sprechen, bevorzugen wir den Futuro Simple, um der Aussage mehr Sicherheit zu geben. Es ist nicht das gleiche zu sagen, voy a bajar 5 kilos, wie bajaré 5 kilos. Bajaré 5 kilos ist bestimmender. Hier haben wir ein paar Beispielsätze. Dentro de 5 años abriré mi propia empresa. Wir sprechen über eine Handlung in der fernen Zukunft. Dentro de 5 años bedeutet in 5 Jahren und nicht innerhalb von 5 Jahren, wie man logischerweise annehmen könnte. El año que viene viajaremos a Sudamérica. Man kann auch sagen, vamos a viajar. Los precios aumentarán mucho el próximo trimestre.
Wenn das eine Nachricht in der Zeitung ist, wird der Futuro simple gebraucht. La nueva piscina pública estará lista para el verano. Mit dem Gebrauch des Futuro simple geben wir der Aussage mehr Sicherheit. A partir de lunes haré dieta. Hier geht es um einen Vorsatz. Achtung, auf Spanisch können wir nicht nach cuando die Zukunft nehmen. Mit cuando verwenden wir den Subjuntivo Präsens. Das werden wir im Detail im Kurs über den Subjuntivo erklären. Wie immer machen wir jetzt ein paar Sätze zusammen. Wir setzen die fehlenden Verben in Futuro Simple ein. Die unregelmäßigen Verben sind in Blau hervorgehoben. El nuevo año traerá muchas sorpresas. Dentro de 10 años me jubilaré. Wenn wir ein Pronomen haben, wie in diesem Fall, kommt das Pronomen vor das Verb. Das passiert in allen Zeiten, wo wir ein konjugiertes Verb haben. No te preocupes, me ocuparé de terminar el informe. Das Pronomen kommt vor das Verb. Jaime se ve preocupado. ¿Tendrá algún problema? Manches Mal gebrauchen wir den Futuro Simple, um eine Vermutung über eine Handlung in der Gegenwart auszudrücken. Wir fragen uns, ob Jaime derzeit ein Problem hat. Este año terminaré de escribir mi libro. De ahora en adelante haré más ejercicio. Hier geht es um einen Beschluss. Ein Vorsatz. Muy bien, queridos alumnos, das war die heutige Lektion. Jetzt geht es mit Übungen im Kursmaterial weiter, wenn ihr unsere Fernkurse folgt. Ich lade euch ein, weiter bei uns Spanisch zu lernen und sage Ciao, hasta la próxima clase.